nochmal. Die Cum-Ex-Chefermittlerin Anne Prohilger hatte ja Montag ihre Kündigung eingereicht. Deren Ermittlungen haben ja auch den Kanzler in schwere Erklärungsnot bezüglich Cum-Ex gebracht. Da würde mich interessieren, ist der Kanzler denn erleichtert über diesen Schritt der Staatsanwältin? Ich weise alle Ihre Unterstellungen wie üblich zurück und habe zu dem ganzen Sachverhalt nichts Neues beizutragen. Ja. Der Kanzler zeigte im Zuge der Cum-Ex-Aufklärung ja teilweise eklatante Erinnerungslücken. Jetzt hat er am 23. April im Kanzleramt erneut massive Gedächtnislücken im Bereich der Mathematik eingeräumt. Da würde mich nur interessieren, spielt denn der Kanzler mit dem Gedanken, entsprechende Tests zu durchlaufen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er nach wie vor über die kognitiven Fähigkeiten verfügt, die nötig sind, um die Kanzlerschaft weiterhin erfolgreich zu betreiben? Sie können ja hier gern Kommentare verbreiten, aber ich verstehe eine Pressekonferenz anders. Das ist für mich keine Frage, deshalb auch keine Antwort. Aber es war doch eine deutlich formulierte Frage. Kognitivtest, ja oder nein? Habe ich nicht so verstanden. Dann, Frau Kollegin, nehmen Sie das Mikrofon vor sich, bitte.